Ja, zweiter Anlauf. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bioshock 2. Warum zweiter Anlauf? Weil ich einfach beim ersten Mal verkackt habe mit meiner Aufnahme. Deswegen musste ich den gesamten Level nochmal von vorne starten. Das ist immer super gelaufen, ne? Keine Ahnung, warum das so war. Ich habe einfach die F9-Taste gedrückt und als das dann passiert ist, ne? Ja? Könnt ihr euch vorstellen, was danach passiert ist. Ja, also F9 ist meine Aufnahmetaste. Sollte man auch mal wissen. Ja. Der Nicest Park gehörte Sophia Lam, Chef. Es war so eine Art privater Zufluchtsort für ihre sozialen Experimente. Eines Nachts wurde er überflutet. Alle Gäste starben. In den Zeitungen stand, es hätte was mit dem Kult zu tun. Komm auf zur Bahnstation. Dort treffen wir uns. Ja, ich glaube, das war's mit der Bahnstation. War da gerade ein Magier? Also einer von diesen Houdini-Splicers. Oh, ich habe wieder so eine Kamera. Boah, ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt, deswegen muss ich mal kurz hier... Ah, erstmal hier mich gerade hinsetzen, ne? Und... Ich wusste es, da war ein Houdini-Splicer. Da war ein Houdini-Splicer. Aber wir sind auf ihn vorbereitet. Aber ich habe irgendwo eine Kamera gehört. Ja, Houdini-Splicer, ihr könnt mich nicht erschrecken. Mal alles mit das hier finden, ne? Phosphor brauchen wir nicht. Wohl. Ach, überall liegt wieder Niete. Ah, okay, Geld nehme ich mit. Da kann man das hacken oder muss man einen Code finden? Einen Code finden. Okay, dann hacken wir das mit den Automaten. Easy. Man kann nur 5 Verbandskästen mitnehmen. Ich dachte, man kann 10 mitnehmen. Wow, habe ich das Spiel lange nicht mehr gespielt. Ach so, guck mal, ich habe die Nietenkanute, nicht das Heckgeschütz. Gut, jetzt muss ich noch den Code finden. Den finde ich wahrscheinlich. Okay. Gar nicht gruselig. Ah, ich hasse solche Momente, ne? Ich weiß, dass der irgendwo hier bestimmt ist. Ich hab ihn gerade. Da war er gerade. Aber wo ist er hin? Nimm alles. Notibi. Achtung. Subject Delta hat Dionysus Park trockengelegt und infiltriert. Sein Tod ist unsere Wiedergeburt. Das Leben der Tochter des Volkes liegt in eurer Hand. Ja, ich hoffe nicht, dass sie das Voice-Ding hatte, ne? Für die Tür. Ansonsten muss man das mal im Internet später schauen. Ah, das ist schon mal so ein Ding hier. Stanley Pool. Ich habe Wells was verzapft von wegen, dass die Tribune mich daran hindert, dem Volk reinen Wein einzuschenken. Und ohne ein Wort zu sagen, drückt er mir eine Einladung für diese Künstlerzuflucht hier im Park in die Hand. Lam hat mir die Nummer vom frustrierten Schreiberling abgekauft. Sie unterstützt mich sogar. Ich soll alles aufschreiben, während ich hier bin. Nur, dass meine Story von ihr handeln wird. Ich glaube, das Ende wird ihr nicht gefallen. Oh, das war glaube ich so früh. Gelbäugiges Mädchen. Mein Name ist Billy. Billy! Und ich habe dich neulich am Karussell gesehen. Ich finde dich sehr hübsch. Dein blaues Kleid gefällt mir. Und auch dein Lied über die Engel. Meine Mom sagt, dein Dad macht dir Angst. Aber ich finde, er ist stark. Und nett, so wie ein Held aus einem Comic. Ich habe ein Geschenk für dich. Ich habe es im Keller versteckt, damit niemand es findet. Der Geheimcode für die Tür ist 1080. Ich hoffe, es gefällt dir. Wenn ich dich das nächste Mal sehe,
winke ich, dann weißt du, dass ich es bin. Och, Billy. Oh, eine Rose. Billy hat eine Rose geschenkt. Ach, der Billy. Man sagt mir, dass Lärm auf der Straße gesehen wurde. Ein Exemplar der Alpha-Serie wurde bei dem Zwischenfall getötet. Seine an ihn gebundene Sister wurde gestohlen. Aber der Rat hat keine Zeit für eine Menschenjagd. Atlas füllt die Reihen seiner Marodeure mit jedem weiteren Tag. Oh. Egal. Lambs Name ist beim Volk bereits verblasst. Sie ist nur mehr ein Gespenst, das vergessen hat zu sterben. Mal schauen, ob wir Billy noch finden. Vielleicht lebt er ja noch. Das schreit nach einer wunderschönen Love Story hier. Bei der Love Story in Twilight wahrscheinlich. Nimm mir diese Ladung an. Wir sind reich. Oh, naja. Wenn man auf Schleim und Glibber steht, ist das göttlich. Oh, verdammte Kacke nochmal. Hör zu, Prinzesschen. Wenn du das nächste Mal aus dem Müll frisst, denk an mich. Es liegt jetzt nicht lang wegen. Headshot! Headshot, bitches! So. Oh mein Gott. Ah. Oh nice, das gehört jetzt mir. Erin, Leute, was ist ein Name? So. Moment mal, kurz Aufnahmepause. Weiter geht's hier. War gerade wichtig. So. Alter, hat das Schaden gemacht. Oh. Hui. Wie für mich ein Medkit. Okay, so latsch nach. Ach, Richtungstaste. Ach, super. Oh mein Gott, da hätte ich gleich mal drauf kommen können. Gut, weiter geht's hier. Meine eigene Fresse. War das Schaden? Geht nicht, okay. Muchas gracias, señor. Dionysus Park. Ava macht sich immer lustig über mich wegen des Namens. Diese Partys. Sie weiß genau, wie ich zu solchen Attacken auf das Rationale stehe. Zu diesem Zelebrieren des Tierischen im Menschen. Aber das Grundstück des Parks ist ihr Eigentum. Und Ava weiß, dass ich sie niemals, niemals zwingen würde, das zu lassen. Aber ich hätte doch wenigstens erwartet, dass ihre Pseudo-Rituale in Rapture nicht gar so viele Menschen anziehen würden. Ach, Andrew Ryan, ich mag seine ganzen Voice-Singer da, also seine ganzen, sag mal noch Voxophone im Teil, da sagt man einfach Tagebücher. Oh, meine Stimme, ihr müsst mich entschuldigen, ein bisschen angeschlagen hier von der, vom wechselnden Wetter. Die gute Nachricht ist, ich habe eine, sorry, dass ich unterbrochen habe, ich wollte meine neue Bahn für uns gefunden, aber die Station ist immer noch außer Betrieb und wir sind nicht alleine. Ich sehe einen Schatten in der Wachstation. Ich bleibe in Deckung. Sondier du mal die Lage. Na, mach's mal gleich. So, Gesundheitsupgrade. Insektenschwarm. Ja, wir wissen ja, was Insektenschwarm ist, ne? Vom Erstteil noch. Ja, brauchen wir nicht weiter zu gucken. So. Vorsichtiger Schleicher. Quick Hack. Oh. Das hört sich eigentlich gar nicht mal so scheiße an. Also Quick Hack. Ich kann ja so ein Gehen. Platz machen. Aber zwei Sicherheitshaber, ne? Und holen das Quick Hack. So. Scharfer Beobachter, erhöht die Forschungsmöglichkeiten. Oh. So, machen wir rein.
Gut. Ah, hallo Jungs. Mein Name ist Stan Poole, Rapture Tribune. Ein gutes Blatt, bevor die Leute aufhörten, es zu lesen und eine andere Verwendung dafür fanden. Jedenfalls möchte ich euch ein Geschäft vorschlagen. Kommt zum Bahnhof. Ich bin hier in der Wachstation. Achso, ich dachte, es wäre eine Tür gewesen. Lol. Oh mein Gott. The Trains. Restgegner. Ihr habt gehört, da ist der Mongo. Aus sogar zwei. Wir waren Partner. Wir teilen 50-50, habe ich gesagt. Hallo. Ist hier? Scheiß Mieden! Scheiß Mieden! Mach's gut. Aua. So, geht doch. Dionysus Park war mein Zuhause, Delta. Ein Experiment in sozialer Einheit, zunichte gemacht durch menschliche Torheit. Mit jedem deiner Schritte entehrst du das Andenken daran. Wir gehen jetzt nochmal hier zum Stanley. Tja, Lem weiß, dass du hier bist, aber ich bin inkognito unterwegs. Die Sache ist die, seit du den Park trockengelegt hast, schnüffeln hier die Little Sisters rum, auf der Suche nach Adam. Und das kann ich nicht brauchen. Da ist noch ein Pause oder Pizza-Automat. Erstmal nehmen gleich, ne? Das. Alter, ist das schnell gewesen gerade, der Safe. Holy shit. Ui, damit habe ich nicht gerechnet, ja. Ah, warten wir mal. Vielleicht kriegen wir ja hier noch eine Waffe. Erstmal das Hacken aus. Damit ich wenigstens ein Erfolgserlebnis habe. So, jetzt kann ich das Safe hacken. Komm her, Safe. Das ist natürlich nicht gut. Wäre eigentlich gut, wenn ich zwei Geschütze hätte und nicht nur eins. Deswegen werde ich mal versuchen, jetzt eins zu hacken. So, Jeeves, komm her. Gut. Okay, Jeeves ist schon... Ja, komm ausweichen, bis der Account dann abgelaufen ist. Gut. Machen wir nochmal den Safe, ne? Er kann nicht wahr sein. Ich bin gerade schlecht. Hey, ich war da drauf. Ich war da drauf. Okay, nochmal. Oh mein Gott, ey. Medikits. Dankeschön. Rosenbohnen. Achso, einfach nur eine Teilung, okay. Scheiße, habe ich an diesem einen Safe gestruggelt. Ich will mal kurz die Karte mal angucken. Ich konnte zwei Wege gehen, links und rechts. Ich glaube, ich muss eh in beiden, von daher ist das scheißegal. Bioshock war immer so ein Spiel gewesen, was mich immer in beide Richtungen geführt hat. Also, was heißt in beide Richtungen? Also, nimm das, Vater, und beeil dich. Mutter kann mich nicht hören, aber sie... Sie sieht mich direkt an. Und ihr Gesicht. Mal wieder gerne, Schätzchen. So, was? Ein Granatenwerfer. Ein paar Automaten habe ich leider verschwendet dafür, ne? Aber es gibt ja noch einen zum Glück. Wahrscheinlich kann ich damit die Big Daddies schneller down machen. Haha, ich brauche das. Und zack. Wo ist die Frau denn eigentlich? Ach, da hinten. Lol, wie die geflogen ist. Oh, guck das Blick. Guck das Blick, Alter. Guck mal den Blick an, ne? Gut, wo ist denn die Bahnstation? Da ist noch dieser Automat. Jetzt keine Fehler machen.
Das war einfach. Hier kann ich nichts holen. Ah. Geht's hier weiter? Hier geht's weiter. Okay. Ach, der ist hier. Ach, hier ist er doch. Okay. Tote erzählen keine Geschichten, hab ich recht? Falsch! Denn wenn Adam im Spiel ist, hat jeder Tote eine Story auf Lager. Und Lam weiß, wie man sie liest. Wenn sie das Zeug in die Finger kriegt, ist es aus mit mir. Ich möchte also, dass du die Story von Dionysus Park für immer beerdigst. Schaff mir die Little Sisters vom Hals, auf deine Art. Wenn du das tust, entriegle ich die Station für dich. Großes Pfadfinder-Ehrenwort. Tja, ich würde sagen, er hat was zu verbergen. Aber so macht das Raten keinen Spaß. Er hat sich in der Wachstation eingeschlossen. Wir müssen also mitspielen. Finde diese Sisters. Alles klar, ich soll Little Sisters holen. Problem ist, er hat gesagt, ich soll drei holen. Ne? Das ist jetzt meine Aufgabe. Da, rette drei Little Sisters oder beute sie aus. Jetzt die Sache, ne? Wenn ich jetzt drei Little Sisters doch rette, da kommt doch automatisch dann die Big Sister. Das heißt, ich muss auch gegen die Big Sister kämpfen. Automatisch. Oh mein Gott, ist das ein Scheiß. Egal. Ja. Das Spiel ist auch ab und zu meine Herausforderung, deswegen ist es kein Problem für mich. Aber ich habe auf die Zeit geguckt. Es ist zwar nicht viel, ne? Aber ich würde mal sagen, das war's mit der Folge. Ne? Wir retten die Little Sisters in der nächsten. Würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.